vorsichtig aufgeregt. Willkommen bei Herod's Emporium, Mensch. Erleichtert. Ich freue mich, dass Arya zurück ist. Das versteckte Hinterzimmer wurde langsam eng. Ihre Patrouille hat mich befreit. Neugierig. Sie kommen mir bekannt vor. Ich hatte bei meinem letzten Besuch bei Ihnen einen Preisnachlass in Ihrem Geschäft. Erkennend? Ja, richtig. Durchtrieben. Ich habe einen Plan für den Ausgleich meiner Verluste durch die Cerberus-Übernahme. Informativ, der General hat nach der Übernahme Arias Sofa aus dem Afterlife geworfen. Ich möchte ihre Gunst erlangen, indem ich es ihr zurückbringe. Verlockend, wenn sie es finden und mir die Koordinaten schicken, soll es ihr Schaden nicht sein. Das hat für mich keine Priorität, aber ich halte die Augen auf. Dankbar. Im Erfolgsfall gebe ich Ihnen einen Finderlohn für Ihre Mühen. Ich gebe Ihnen Bescheid. Höflich. Einen schönen Tag noch. Schauen Sie bei meinem Kiosk vorbei, wenn Sie etwas kaufen möchten. Ich höre es. Ich habe die Energiequelle der Cerberus-Kraftfelder gefunden. Ich verstehe. Shepard, sehen Sie mal. Der General zieht Energie von einem meiner Hauptreaktoren tief im Herzen der Minen von Omega ab. Leider wird der Zugang durch die Kraftfelder selbst abgeschnitten. Nicht ganz. Da ist ein freier Weg durch dieses dunkle Gebiet. Dann nach oben. Mhm. Die Aufbereitungsanlage einer der Minen. Stillgelegt. Nicht durch Kraftfelder blockiert. Wir dringen dort ein, gehen durch die Mine und nehmen dann diesen Fahrstuhl zur Hintertür des Reaktors. Gutes Auge, Shepard. Dann los. Nicht ohne mich. Arya, meine Patrouille hat sie aufgegriffen. Bitte, so ein Blödsinn. Wir sind jetzt Verbündete. Hat Arya das nicht erzählt? Nareen wurde erwartet, Bray. Zurück auf ihren Posten. Die Talons sind bereit. Aber wenn ich meine Leute ins Getümmel schicke, will ich sicher sein, dass die Kraftfelder endgültig unten sind. Ob's ihnen passt oder nicht, sie haben mich am Hals. Vertraust du mir etwa nicht ganz? Ich vertraue dir überhaupt nicht. Wir ziehen zusammen in den Krieg. Ich sorge für Kooperation. In Ordnung, Commander. Zum Glück sind nicht alle auf dem Machttrip. Warte bei der Krankenstation, Nareen. Wir kommen gleich nach. Shepard, ich muss noch ein paar Befehle erteilen. Ich treffe Sie dann auch dort. Leite Systeme um! Ich habe den feindlichen Zugang zu kritischen Bereichen blockiert. Der Frontalangriff sollte jetzt weniger gefährlich sein. Shepard, haben Sie kurz Zeit? Ich weiß, es ist wenig Zeit, aber ich wollte mit Ihnen reden. Allein. Arya wird bald hier sein. Es ist vielleicht unsere einzige Chance. Ich will Arya nicht aushebeln. Ich weiß, dass sie skrupellos sein muss. Sie soll ihre Rache haben. Ich tue das nicht für mich. Oder für Arya, oder was wir früher mal hatten. Sondern für das Volk von Omega. Schon klar. Jemand muss ihre Interessen vertreten. Unfassbar mächtige Kräfte werden eine Schlacht führen. Und sie sind mittendrin. Wenn wir die Kraftfelder ausschalten und in den Krieg ziehen, behalten sie hoffentlich die Leute im Hinterkopf. Welchen Eindruck haben Sie von Petrovsky? Ein Gegner, der Respekt verdient. Und zwar nicht nur, weil er klug ist. Als ich anfing, die Talons zu organisieren, bot er jedem eine Amnestie an, der seine Waffen niederlegte.
Einige meiner Leute ergaben sich. Und er hat sein Wort gehalten. Er folgt einem Kodex. Und zwar, soweit ich das sagen kann, nicht demselben wie der Unbekannte. Sind Ihre Leute bereit zum Kampf? Um die Talons müssen Sie sich nicht sorgen. Sie waren früher Diebe und Schurken. Aber jetzt sind Sie loyal bei der Sache. Wir kämpfen für eine bessere Welt. Ich weiß nicht, ob das auch für unsere Asari-Freundin gilt. Ich nehme an, wir werden es bald wissen. Wie sind Sie denn an Arya geraten? Ich war glücklich beim turianischen Militär. Aber als meine biotischen Kräfte kamen, haben meine Vorgesetzten mich versetzt. Eigentlich wurde ich weggesperrt. Ich konnte meinem Volk nicht mehr dienen. Also ging ich weg. Ich habe überall in der Galaxie nach einer neuen Bestimmung gesucht. Und kam dabei hierher. Eher zufällig. Aber plötzlich war da diese wunderschöne, wilde Kreatur, die sich von niemandem verbiegen ließ. Ich gebe zu, ich war verzaubert. Ich wollte, dass ein bisschen davon auf mich abfärbt. Auf mich wirken Sie sehr eigenständig. Ich bin Arya trotzdem dankbar. Durch Sie habe ich mich daran erinnert, wer ich bin. Es war nicht einfach, mich zu befreien. Aber ich bereue nichts. Sie sind eine Veteranin. Warum verstören Sie diese Adjutanten so? Für Sie ist der Kampf gegen Reaper ein alter Hut. Aber diese... Was Sie mit den Leuten machen... Sie könnten noch da sein. Und wenn Sie zurückkehren... Ich will gar nicht wissen, was dann mit der Bevölkerung von Omega passiert. Dieses Bild treibt mich an. Sucht mich heim. Was wissen Sie über die Kraftfelder von Cerberus? Die Technologie stammt von jenseits des Omega-4-Portals. Fleisch wird bei Kontakt aufgelöst. Der Energiebedarf muss enorm sein. Ich fürchte, eine Unterbrechung könnte andere Systeme der Station destabilisieren. Hoffentlich gehen wir sorgfältig und überlegt vor. Besten Dank, Nareen. Wir brechen bald auf. Ich bin bereit. Shepard, wollen Sie reden? Im Moment nicht. In Ordnung. Wenn Sie bereit zum Aufbruch sind, bin ich hier. Wir erreichen eine der A0-Aufbereitungsanlagen. Sie wurde runtergefahren. Also müssen wir die Tür aufbrechen. Verstanden. Der Zugang zur Mine ist auf der anderen Seite. Und dahinter ist der Reaktor. Laut Plan schon. Ich habe Omega geführt, Nareen, nicht in den Minen gearbeitet. Nein. Dafür hattest du Zwangsarbeiter. Bei den Geistern. Ruhig. Die gehören alle zu Cerberus. Sie wurden in Stücke gerissen. Das gefällt mir nicht. Tote. Das war ein Blutbad. Ich habe ein ungutes Gefühl. Wir sollten nicht... Still. Was ist das?
Ein Adjutant. Oh nein. Der General muss den Bereich abgeriegelt haben, um ihn drinnen zu halten. Der Fahrstuhl zu den Minen ist hinter dieser Tür. Sie ist deaktiviert. Dann müssen wir die Energie einschalten. Es muss hier irgendwo eine Hauptsicherung geben. Diese Kabel versorgen die Tür mit Strom. Wir sollten ihnen folgen. Diese Leiter rauf. Wir müssen den Energieschalter finden. Folgen wir der Verkabelung. Hier entlang, Shepard. Hier. Das Flüstern zieht sich zurück. Vielleicht gefallen dem Adjutanten seine Chancen nicht. Sie scherzen. Einer von denen wird mit einem ganzen Trupp Soldaten fertig. Diese Leiter runter. Da ist die Energiesteuerung. Wenn's vorbei ist, müssen wir ziemlich viel reparieren. Hoffentlich kommen die zivilen Bereiche zuerst dran. Du bist gnadenlos. Zumindest das haben wir gemeinsam. Feuer frei! Marine, wach auf! Ich hasse diese Dinger! Hass macht gefährlich. Das sah mir eher nach Angst aus. Also gut, zurück zur Tür.
Shepard, Achtung! Mehr Adjutanten! Sie dürfen nicht entkommen! Wir haben alle erwischt. Versuchen wir es nochmal mit dem Fahrstuhl. Achtung! In Ordnung. Ab in den Fahrstuhl. Ich verriegel die Tür. Nur für alle Fälle. Weiter zu den Minen. Was beschäftigt dich, Mary? Ich denke nach. Der General hat den Bereich abgeriegelt, damit die Adjutanten drin bleiben. Zusammen mit einigen glücklosen Soldaten. Ja, die Kreaturen haben sie getötet, aber nicht zu weiteren Adjutanten gemacht. Ich weiß nicht. Irgendwas ist komisch. Du hast doch bloß Schiss. Dieser Ort hat einen Rhythmus, Aria. Und Cerberus auch. Wärst du hier draußen gewesen, würdest du es auch spüren. Was immer uns im Weg steht, wir kümmern uns darum. Verdammt, das muss man vorsichtiger machen. Cerberus muss sie ganz schön antreiben. Der Zugang zum Reaktor ist irgendwo auf der oberen Ebene. Suchen wir einen Weg darauf. Wir können den Wartungsaufzug gegenüber benutzen. Wir brauchen einen alternativen Weg darüber.
Bescheid verläuft es unter dem Fließband. Kerle lassen den Laden zu heiß laufen. In einem Monat ist er hinüber. Konzentrieren Sie sich. Ich glaube, das hier wird uns hinbringen. Nach oben.